Hallo zum neuen E-Mobility-Update von Electriv. Heute ist Donnerstag, der 21. November. Diesmal geht es bei uns um elektrische Busse. Die sind im Stadtverkehr vielerorts schon recht häufig zu sehen, doch für längere Strecken im Überlandverkehr reicht es bisher noch nicht. Ein neues Modell von Mercedes-Benz will das ändern. Bereits seit 2018 wird der elektrische Stadtbus E-Citaro von Daimler Buses in Serie gebaut. Jetzt wagt der deutsche Bushersteller den nächsten Schritt und bringt ein Modell für Fahrten zwischen urbanen Ballungszentren und ländlichen Regionen. Die Nachfrage danach ist in Skandinavien, Frankreich, den Benelux-Ländern und auch in großen Landkreisen Deutschlands groß. Daimler Buses hat seinen E-Enturo diese Woche erstmals als seriennahen Prototypen bei einer Veranstaltung in Berlin gezeigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Hochbodenbus, der auf dem Diesel-Enturo basiert. Was den batterieelektrischen Antrieb angeht, ist der neue Elektroableger aber weniger mit Daimlers Elektrostadtbus E-Citaro verwandt, sondern vielmehr mit dem neuen elektrischen Fernstrecken-Lkw Mercedes eActros 600. Beide Fahrzeuge setzen beispielsweise auf dieselbe LFP-Batterie. Durch diese sogenannte Gleichteile-Strategie will der Konzern Kosten sparen. Mit zwei Batteriepaketen kommt der E-Enturo auf insgesamt 414 Kilowattstunden Speicherkapazität. In Verbindung mit dem 320 Kilowatt starken Elektromotor bietet der Bus immerhin 500 Kilometer Reichweite. Geladen werden kann der E-Enturo per CCS-Stecker mit bis zu 300 Kilowatt, sodass die Batterien in 1,5 Stunden vollgeladen werden können. Wird nur ein Batteriepack verbaut, dauert die vollständige Ladung 70 Minuten. Bei den Ladebuchsen können die vier Kunden verschiedene Positionen wählen. Vorn, hinten sowie rechts und links hinter der Vorderachse, wobei pro Fahrzeug maximal zwei Ladebuchsen möglich sind. Erhältlich sein wird der E-Enturo zunächst in zwei Varianten, mit 12,2 oder 13,1 Metern Länge. Die beiden Versionen werden über 50 bis maximal 63 Sitzplätze verfügen und laut Daimler Buses ebenso viel Platz bieten wie ihre Dieselvorbilder. Das Fahrzeug kann demzufolge einen dieselbetriebenen Überlandbus 1:1 ersetzen, betont Till Oberwörder, Chef der Daimler Buses. Äußerlich ist die Elektroversion kaum vom Diesel-Enturo zu unterscheiden. Innen ist der Stromer modular aufgebaut, um verschiedene Bestuhlungsvarianten und Ausstattungen zu unterstützen. Der Einstieg erfolgt vorne über eine einflügelige Tür und in der Mitte wahlweise über einen einfachen oder doppelbreiten Eingang. Die 13-Meter-Version lässt sich zudem mit einer Toilette vor dem hinteren Einstieg ausrüsten. Besonders hebt Daimler Buses zudem eine neue Elektronikarchitektur hervor, die im E-Enturo steckt und die erstmals Over-the-Air-Updates im Bus ermöglicht. Das soll Werkstattaufenthalte reduzieren und die Fahrzeugverfügbarkeit steigern. Kunden können den neuen Elektroüberlandbus ab Anfang 2025 bestellen. Die Weltpremiere des Serienfahrzeugs findet auf der Busworld im Oktober 2025 in Brüssel statt. Erste Auslieferungen erfolgen aber erst 2026. Der nächste Entwicklungsschritt ist dann ein elektrischer Reisebus 2030.